Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Party Hard. Ja, ich muss leider dieses Level hier, Campus, nochmal machen. Ich habe es einmal schon geschafft. Allerdings bin ich dann genau in dem Moment auch gestorben, als ich den letzten umgebracht habe. Und deswegen gab es keine Zwischensequenz. Und deswegen muss jetzt Helene Fischer als erstes sterben. Das Level hat es wirklich in sich. Also es ist jetzt auch schon, glaube ich, das 11., das wir hier haben. Und man sieht es dran, wir haben nur einen einzigen Sprungpunkt, dieses Fenster dort hinten. Und wir haben eine Unmenge an Securities, die rumspringen. Also das war schon der erste. Auf der linken Seite sind drei. Also ich hatte schon bis zu 6 Stück hier irgendwie, die sich auf mich gestürzt haben. Okay, Abstand von der Leiche, Abstand von der Leiche. Und ich kümmere mich hier mal um die Bohle so lang. Und dann ganz viel Abstand machen. No, hier ist richtig was los. So, will der mich immer noch ritschen? Komm. Na, der soll doch zu mir kommen. Ach, der Bär kommt aus dem Bärmobil. Okay, da oben wird schon wieder einer verhaftet. Können wir sie irgendwie mitnehmen? Stück schon von 58, also das erste Drittel ist schon geschafft. Sollen wir mal wieder da drüben ein bisschen Zimmerkontrolle machen. Die zwei da stehen extrem blöd davor. Warum stehen die auch auf dem Gang? So, Nummer 2 wurde entfernt. Schauen wir mal, was im... Oh, eine Bombe! Aufheben. Ich glaube, wir brauchen die oben für die beiden Tänzerinnen. No. Okay, nicht auf die linke Seite. Da steht der Security gerade ganz blöd. Dem hier. Da auch noch mal ein Betrunkener. Ich meine, dass das niemand auffällt, dass hier so viele Leichensäcke sind. Bombe mit mir. Dum, dum, dum.
Ah, was machen wir denn mit den anderen jetzt? Kann ich den hier transportieren? Nein. Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, keine zwei. Dieses Mal kein Risiko. So, wie sieht es da hinten bei dem Security aus? Oh, die haut ja extrem ab vor der Polizei. Aber da drüben haben wir noch ein bisschen. Müssen wir uns noch ein bisschen zurückhalten. So, kriege ich mal die Zimmer hier wieder in einem sauberen Zustand. Dankeschön. So, die nächsten bitte. Hier zum Beispiel hier Tarzan Joe. Wo will er hin? Oh ja, sie haben einen Mörder wieder gefunden. Der versteckt sich natürlich direkt oben auf der Toilette. Zack! So, nächste. Oh, das Pferd ist wieder bereit. Wo wollen die hin? Nach unten. Okay, die Leiche da macht wohl auch nichts mehr aus. Großartig. Wir haben noch 18 Stück, brauchen wir. Sollte doch irgendwie zu machen sein, wie zum Beispiel ein hier. Ich glaube, da laufen wir in Richtung Gully dort hinten. So, dann ist eh leichter zum Transportieren. Kann ich jetzt mal den Security da ausschalten? Hallo, siehst du mich? Danke. Okay, linke Seite ist ein bisschen vergiftet. Aber ich glaube, rechte können wir langsam wieder benutzen. So, damit die nicht ganz so schnell entdeckt werden immer. Dann hier oben die Toilette. Da hat er sie doch auch. Jawohl, kann man transportieren. Oh, und da ist einer aggro. Flücht doch!
So, wo ist denn der Aggro-Typ? Da oben. Komm. Um den kümmern wir uns jetzt mal hier mit Pferd. Hallo, siehst du mich? Nee, sieht mich nicht. Will mich nicht sehen. Dann machen wir hier oben halt noch schnell die Toilette sauber. Ich könnte direkt hinter ihm auch noch die Bombe zünden, die wir da haben. Ich glaube, ich treibe die anderen jetzt erstmal hier in die anderen Räume rein. Wo geht er hin? Hm, nur ein bisschen raus. Wirklich nichts anfangen. Ach, guck mal, da drüben Cheerleady. Na, Mist. Komm, dieses Mal schaffen wir's. Was ist hier mit Afrojack? Kriegen wir den? Okay, richtiger Raum gewählt. Wer lässt auch einen Bären auf einem Party, also? Nee, die kann ich. Ich überlege, soll ich sie? Die schauen alle zu nah. Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Na, was ist jetzt los? Nein, kein Antivirenprogramm updaten. Kriege ich Aggro-Jack hier? Oh! Komm doch! Wenn die wenigstens nicht alle draußen gerade rumspringen würden. Und jetzt kann ich mich da hier links ein bisschen wieder drum kümmern. Wie beispielsweise um ihn. Hm. Oh, die sollte nicht nochmal jemand entdecken. Aber wird sie wohl? Okay, das war natürlich ein Fehler. Aber jetzt haben wir sie, glaube ich. Nein! Oh, okay, komm, noch eine Runde. Okay, ich sehe links 3 und rechts 3. Ah, ganz klasse. Das wird ein mega Spaß. Naja, nicht mehr ganz 3. Das lief bis dahin eigentlich echt gut. Habe ich mich jetzt gerade selber umgebracht mit dem Pferd? Okay, noch eine Runde. Okay, den ersten Security haben wir. Die beiden können wir so entsorgen.
Und das ist hier mit ihr. Die bringen echt jeden um. Killer! John West ist auch schon tatverdächtig. Und wie viele Securities haben wir denn noch? Ich sehe links zwei und rechts einen. Abzüglich Pferd. Nein, genau jetzt läuft er natürlich nach oben. Oh. Ganz klasse. Ja, komm zu mir. Ich lauf mal Harald Glückler hier hinterher. Eine Betäubungsbombe. Kriegen wir die hier raus? Nee, sind zu viele Leute drin. So, wo will er denn hin? Will er raus? Och, bitte lass ihn raus. Der Linke tanzt jetzt auch mit, oder? Oh, hier springen noch zu viele Leute rum. So, die linken Räume sind, glaube ich, alle langsam so ein bisschen vergiftet. Rechten Räume. Deswegen kümmere ich mich mal kurz da draußen, bis da wieder ein bisschen aufgeräumt ist. Wir haben fast schon die Hälfte. Oh, das war knapp. Okay, wie sieht's? Das sieht's gut aus langsam wieder. Wo will der hin? Motorrad-Joe? Na komm, Daft Punk, hier einmal abhauen. Zwei haben wir auch. Da können wir nicht viel machen. Aber wir können uns um sie hier kümmern. Dich schlepp ich nach hier hinten.
Und dich natürlich auch. So, 33. Die will doch nach hinten laufen, oder? Hätte ruhig auch ein bisschen weiter sein können. So, die rechten Räume sind wieder frei. Dann schaue ich mal hier, der lustige Glückshase, was ist da los? Die bewegt sich auch keinen Millimeter, oder? So. Wenn die nicht. Kriege ich alle vier getötet? Nee. Ist schon wieder einer hinten in der Tür verbuggt. Ich glaube, den lasse ich erstmal, bis wir hier ein bisschen Ruhe drin haben. Na nee, er läuft schon wieder. Riecht da hinten irgendwas? Ich habe noch die Rauchgranate. Richtiger Raum gewählt. Noch 20 Stück. Also hier oben mit Harald Glöckler. Der bewegt sich leider nicht. Ich muss noch ein bisschen warten, bis die da wieder ein bisschen aufgeräumt haben. Das war ja klar, dass die beiden gemeinsam auf Toilette gehen. Security da mal kümmern. Hallo, siehst du mich? Okay, 17 Stück noch. Ja, das hier ist noch eine Aufgabe für Mr. Ed. Ich den hier irgendwie weg. Der reagiert gar nicht auf mich. Sieht er mich gar nicht mehr? Hallo? Offenbar nicht. Und da oben die drei kriege ich auch nicht weg. Dann probieren wir es mal so. Zwei.
Okay, jetzt wird endlich da mal aufgeräumt. Kein Problem, Baby. Hier, ich tröste dich. Jetzt spürst du keinen Schmerz mehr. Gut, nächster. Sie bewegt sich. Na, und sieht natürlich die Leiche. So, noch 12. Ah, Krögler ist leider schon ein bisschen aufgeregt. Und wenn er die jetzt entdeckt, jetzt ist er aggro. Okay, Abstand halten. Na toll, der steht jetzt direkt an der Tür dran. Ich bräuchte das Pferd wieder. So, komm, noch 10 Stück. Das werden wir ja wohl noch schaffen. Zum Beispiel sie. Können wir Agro-Glöckler rausbringen irgendwie? Okay, die zwei bewegen sich wieder. Ganz weit weg. Oh, wann steht das dämliche Pferd endlich wieder auf? Okay, den können wir zumindest mal wegschaffen. Okay, jetzt entdeckt er natürlich. Okay, da dürfen wir nicht. Oder sollten wir nicht mehr rein? Kann ich irgendwas gegen Agro-Glöckler machen? Okay. Der ist wirklich aggro. Okay, der kriegt... Ach, Mist. Der rennt echt rum wie ein Wildgewordener. Okay, die Mädels da oben scheinen ein bisschen zu beruhigen. Dann probieren wir dadurch das Rauchgranatenspiel, oder? Ach nee, das ist eine Betäubungsbombe. Hm, auch in Ordnung.
Einmal, zweimal, dreimal und Level geschafft. So, zu guter Letzt haben wir es doch noch geschafft, die Runde zu beenden. Dance, Dance. Die Campus, die Friday Night Campus Party. So, dann gibt's jetzt die Zwischensequenz. Ich werde mich ganz kurz muten und dann sehen wir uns gleich zur nächsten Runde. Bis dann. We're getting close to the end of the story. Isn't that right, John? A bunch of his avid followers, his so-called party harders, were said to be holding a party down in the San Francisco subway after hours. And you heard about the party just in time to catch him. Is that correct? That's what I was hoping. What was your plan exactly? The last time you encountered this man, it didn't exactly swing in your favor. I knew exactly what I had to do. It was plain and simple. He had to be stopped.